Ihr kennt sicherlich die Situation, wenn man zum Freitagnachmittag eigentlich nur schnell etwas Knabberzeug und Trinken für den Abend mit Freunden kaufen möchte und dann in der scheinbar endlos langen Schlange vor der Kasse steht und wartet? Doch sobald über Lautsprecher verkündet wird, dass in Kürze Kasse 3 öffnet, beginnen die Füße schon unruhig zu werden und man prüft in Gedanken, wie viele der anderen Kunden man auf schnellstem Wege hinter sich lassen kann? Die eigene Zeit ist schließlich kostbar und man will sie nicht durch Warten vergeuden. Ja, ich erwische mich hin und wieder selbst bei meinem Egoismus, aber irgendwie ist dieser ja in uns verankert. Das erkannte bereits der britische Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes, als er schrieb Homo homini lupus, zu Deutsch, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Was Hobbes genau mit diesem Ausspruch meinte und welche Konsequenzen er aus seiner Feststellung zog, erfahrt ihr in diesem Video. Als Staatstheoretiker beschäftigte sich Hobbes mit der Frage, warum es überhaupt Staaten gibt, beziehungsweise warum es sie geben sollte und wie der Staat das Wohlergehen seiner Bevölkerung sicherstellen kann. Viele dieser Fragen beantwortete er in seinem 1651 erschienenen Hauptwerk Leviathan. Um Hobbes Gedankengänge zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass er sein Werk vor dem Hintergrund des englischen Bürgerkrieges schrieb. Dieser dauerte von 1642 bis 1649. Der Krieg forderte zahlreiche Opfer auf beiden Seiten, schuf chaotische Verhältnisse und endete mit der Enthauptung König Karls I. Hobbes schrieb, dass im Naturzustand, also einem Zustand, in dem es keinen Staat gibt und jeder Mensch ein Recht auf alles hat, ein Krieg aller gegen alle herrsche. Das meint nicht unbedingt, dass es immer zur Anwendung von Gewalt kommen muss. Der Mensch ist von Natur aus eigennützig und nutzenmaximierend. In einem Zustand, in dem es keine Regeln gibt, lauert in jedem Mensch daher eine potenzielle Gefahr und man müsse ihn fürchten wie einen Wolf. Homo homini lupus. Man hat sozusagen nur Cersei Lannisters um sich herum. Nach Hobbes sind die Menschen in diesem Zustand gefangen. Einerseits gefällt ihnen das ewige Misstrauen nicht, andererseits können sie ihrem Gegenüber eben nicht vertrauen, da sich dieser im Zweifelsfall nur selbst bereichern will. So ist selbst der Schwächste stark genug, den Stärksten zu töten, sei es durch Hinterlist oder ein Bündnis mit anderen. Die Lösung sieht Hobbes in einem Gesellschaftsvertrag. Dieser bildet den Grundstein seiner Überlegungen. Durch den Gesellschaftsvertrag verlassen die Menschen den Naturzustand und gehen über in einen bürgerlichen, zivilen Zustand. Das geschieht dadurch, dass die Menschen ihre bisherigen Rechte und Freiheiten aufgeben, indem sie diese an einen Souverän übertragen, der im Gegenzug für die Sicherheit der Menschen sorgt. Der Souverän wird durch jeden einzelnen Menschen legitimiert und handelt wiederum im Willen aller. Das erkennen wir auch am Buchcover von Hobbes' Leviathan. Als Herrscher trägt er natürlich eine Krone. Der Stab und das Schwert stehen für die geistliche und weltliche Macht. Und wir Menschen? Wir sind nach Hobbes Teil dieser Macht, denn der Wille eines jeden Einzelnen verkörpert sich buchstäblich in der Person des Leviathans, des Souveräns. Damit das Staatsmodell funktioniert, müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden. Erstens soll sich jeder mit so viel Freiheit gegenüber den anderen zufrieden geben, wie er anderen sich gegenüber einräumen würde. Findest du es also blöd, wenn sich Leute an der Kasse vordrängeln, dann drängle dich selbst nicht vor. Zweitens muss der Souverän autorisiert sein, die Einhaltung bestimmter Regeln zu überwachen und bei Regelverstoß Strafen verhängen zu können. Das macht dann 50 Euro fürs Vordrängeln. Der Souverän hat fortan die uneingeschränkte Macht und er allein kann Gesetze beschließen. Erkennt ihr die Parallelen zur monarchistischen Ordnung, in der Hobbes lebte? Zwar spricht er sich nicht für eine bestimmte Staatsform aus, lässt aber Sympathien für die Monarchie erkennen. Etwas an Hobbes' Theorie war dennoch revolutionär. So war er der erste moderne Staatstheoretiker, der den Ursprung staatlicher Macht nicht mehr im Willen Gottes sah, sondern im Willen der Menschen. Indem der Staat von den Menschen um des Friedens Willens geschaffen wird, besitzt er einen demokratischen Ursprung. Da es mit dem Souverän eine übergeordnete Instanz gibt, die die Einhaltung von Gesetzen gewährleistet, haben die Menschen auch keinen Grund mehr, sich gegenseitig zu misstrauen. Dem Verlangen nach körperlicher und rechtlicher Sicherheit wird allerdings die individuelle Freiheit geopfert. Hobbes meint jedoch,
dass es erst durch die Sicherung von Leib und Leben möglich wird, andere Bedürfnisse, wie etwa das Bedürfnis nach Wohlstand, zu verfolgen. Damit sei der Staatszustand stets besser als der Naturzustand, was den Gesellschaftsvertrag unwiderruflich werden lässt. Kritiker werfen Hobbes vor, dass er seine Theorie auf Grundlage eines viel zu negativen Menschenbildes entwickelte und seine Philosophie auch diktatorische Herrschaften legitimiere, in der sich viele dem Willen eines einzelnen Herrschers unterwerfen. Wie steht ihr zur Theorie von Hobbes? Seht ihr heutzutage noch einen Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit? Und vor allem, sollte Vordrängeln im Supermarkt bestraft werden? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und unterstützt unsere Arbeit via PayPal.